ich habe Rachsucht gehabt. Ich habe gearbeitet als Juwelenfasser und da war Ziankali. Und ich wollte nehmen ein paar hundert Gramm und gehen in deutsche Stadt und in die Wasserwerke reinschmeißen. Ich habe gekämpft dagegen, aber diese Lust habe ich gehabt, Rache zu nehmen. Aber nicht verzeihen, vom Verzeihen kann keine Rede sein. Wie kann ich verzeihen, Massenmörder, welche meine Geschwister, vier kleine Kinder, ja, und meine Vater, Mutter, ich sehe sie immer noch so. Kann man das verzeihen? Ich bin 88, also in drei Monaten bin ich 89 Jahre alt. Und ich erzähle, wie ich 12, 13 Jahre alt war und meine traurigen Erlebnisse. Soll sich der Zuschauer versetzen in den Zustand wie ein 13-Jähriger. Und das liegt mir sehr am Herzen. Ich stamme von einer jüdischen Familie, religiöse Familie. Mit 3 oder 4 Jahren sind wir übersiedelt von Veľké Media, das war damals Tschechoslowakei, nach Bratislava. Und ich bin in die jüdische deutsche Schule. Ich habe eine normale Jugend gehabt, leider nur bis zum schon 10. Lebensjahr, 11. Da musste ich den Judenstern tragen und plötzlich hat man mir nachgeschrien, Saujude, steinend geschmissen und teilweise verprügelt von Älteren. Und dann habe ich logischerweise Radio gehört, wo Hitler gesprochen hat und Judenvernichtung und so weiter. Ich habe das alles mitbekommen. Plötzlich hat es geheißen, Juden dürfen keine Geschäfte haben. Juden dürfen keine Hausangestellte haben. Radio durfte man nicht haben. Und dann hat es gegeben Brot, Zuteilungen auf Marken. Ja. Da weiß ich, mein Vater müssen ja 8 Personen ernähren. Und plötzlich, und wir haben keine Karten bekommen. Juden nicht. Dann ist er von einer Bäckerei andere und hat probiert, irgendwie Brot zu bekommen. Und das hat mich logisch sehr belastet. Wir sehen die Vater, wie ernährt er die Kinder und so weiter. Auf einmal kam ein Fehler, alle Mädchen ab 16 Jahren müssen sich einfinden am Bahnhof. Kein Mensch wusste, warum, wohin. Es hat geheißen, sie gehen arbeiten irgendwo hin. Ja. Noch ein paar Wochen später, alle Männlichen über 16 Jahre müssen sich einfinden auch. So einige Wochen Abstand. Und plötzlich, ich habe das erlebt, die Linke Garde hat es geheißen, es ist gekommen und man hat angefangen, Familien abzuholen. Ja? Und die Slowaken waren das Einzige, wo für jeden Juden, was haben gezahlt, 500 Kronen für die Deutsche. Für das einzige Land, das können Sie in die Geschichte nachschauen. Für jeden Juden, was deportiert wurde, also für die Züge, 500 Kronen, wie viel bezahlt wird. Mein Vater wollte meinen Bruder und meine Schwester Mathilda, ja, die war 11 ungefähr, ja, vorschicken. Und dann im letzten Moment haben sie entschlossen, nein, Mädchen und klein und so. Und da hat mein Vater beschlossen, mein Bruder war 15, ich war 13. Und hat gesagt, schickt uns, hat er gefunden einen Bauer, und dann mit einem Heuwagen drin, hat uns abgeholt nachmittags um 6 Uhr, außerhalb der Stadt gebracht. Mein Vater hat mich gesegnet, mein Bruder auch. Und er hat uns mitgegeben etwas Geld, ungarisches Geld. Und dass wir für ein paar Tage zu leben hätten, bis sie kommen. Sie wollten nachkommen. Wenn es klappt mit diesem Bauern, dann wollten sie auch kommen.
geküsst, alles, und dann rein in diesen Heuwagen, zugedeckt mit Heu. Und dort sind wir angefangen zu marschieren. Und wir sind die ganze Nacht marschiert, umgefallen von Müdigkeit. Und dann an die Grenze nahe zu Ungarn, ist immer Scheinwerfer, weil sie müssen mehr hinlegen, weil sie haben gehört, Hunde bellen und das und das. Und auf einmal sagt der Bauer, es fängt an hell zu werden, er lässt uns stehen, er hat uns sollen abliefern in Velkimedia, dort wo ich geboren bin. Und dort hatte ich Onkel, Großvater, Familie. Lass uns mitten stehen, im Feld. Und er sagte, geht's, marschiert so geradeaus, diese Richtung. Und da gab es nichts, nur Felder. Und wenn ihr so weitergeht, kommt ihr zu einem Bahnhof und dort ein kleines Dörfchen. Und mein Vater hat meinem Bruder gegeben ein Blatt Papier, hat es in die Hälfte gerissen. Und er hat ein Konto gegeben, ich weiß nicht, damals 5.000, 10.000 Kronen, wie viel hat das gekostet? 5.000 vorher, und wenn alles klappt, hat mein Bruder gegeben dieses halbe Blatt, aber er hat ein Stückchen weggerissen. Er legt zusammen die zwei Blätter, sieht er, ist alles in Ordnung. Aber so wollte er zu verstehen geben, dass er uns nicht bis dorthin gebracht hat. Wir gehen in dieses Marschieren und kommen in diesen Dorf, in ein Dorf. Und auf einmal kommt eine Bäuerin, sieht uns so verschmiert und sagt, ihr seid Slowaken, kommt von der Slowakei, ihr seid Juden. Sage ich, nein, ich bin kein Slowake, und hin und her. Sagt er, wenn die Gendarmerie euch sieht, dann tut man euch sofort zurück zu der Grenze, und dann wissen sie, ich weiß, was euch passiert. Kommt zu mir, ich bin Jüdin. Also hat uns wirklich zu sich genommen, hat uns gegeben zu trinken und schlafen gelegt, erschlafen, ausgeruht. Und dann um sieben Zeit hat sie gesagt, wir sollen gehen zum Bahnhof, jetzt um sieben geht der erste Zug und so. Dann gehe ich zu die Kasse, mein Bruder war 15, ich die 13, und verlange zwei Tickets nach Meyer, auf Ungarisch, ganz normal, und verlange das Geld, ich gebe ihm Geld. Und er gibt mir aus, und auf einmal kriege ich ein 20-Cent-Stück oder wie sie wollen, mit einem Loch drin. Und ich habe nie gesehen sowas, und ich fange an so zu schauen, was das ist. Zum Glück war der an die Kasse beschäftigt, hat nicht gemerkt. Mein Bruder hat mir sofort einen Stoß gegeben, habe ich verstanden. Also mit 13 Jahren logisch, dass sowas passiert. Das ist in mir immer drin. Meine kleine Schwester, ob sie überlebt hätte oder wie oder wann, das ist alles offen. Dieses Zettelchen, was mein Bruder abgerissen hat, ob es ihr Todesurteil war oder nicht. Es war sehr streng verboten, von den Ungarn slowakische Flüchtlinge aufzunehmen, weil es hat gedroht, weiß ich. Und er gab 6 Kinder, kleine Kinder, von Säugling bis 5, 6 Jahre alt, dieser Onkel. Und geht in die Synagoge, und einmal kommt er zurück, sagt er, es ist eine Hundertschaft, sie gehen von Haus zu Haus in die jüdischen Häuser. Und früher gab es kein Frigidaire, gab keine Eisschränke, sondern in der Küche gab es eine Türe, wo man reingeht, ist ein Raum, weiß ich, 2,5 Meter lang und weiß ich, vielleicht 1,5 Meter breit. Und dort waren keine Fenster, nichts. Und dort hat man gekühlt, die Esswaren gehalten. Also schnell rein in diesen Raum und den Schrank, den Küchenschrank vorgeschoben. Und auf einmal kommt die Gendarmerie, hat es geheißen, und fangen an zu fragen, zu suchen und gehen um den Rand. Und mein Onkel hat gehabt ein Baby und er hat zu uns Deutsch. Das Kind hat angefangen zu weinen.
Dann hat er gesungen und sagt, ja, die sind noch da, ihr müsst aufpassen, keine Bewegung und so beruhigen das Kind. Und die muss noch drin bleiben und so. Und dann sind sie gegangen, überall suchen. Und dann, nach einer Stunde oder weiß ich nicht, da wollte er das Umbe auch mitteilen. Und dann hat er das Kind müssen zwicken, damit es anfängt zu weinen. Dann hat er angefangen, wieder zu singen und es mitzuteilen. Und das war das. Also das sind meine Erinnerungen. Und dann heraus, von, wenn die weg sind, nach eine Stunde oder wie viel, und es war reine Luft. Er hat wahrscheinlich geschaut in die Nachbarschaft, ob da noch in die Nähe sind oder was. Und dann sind wir raus. Und mein Onkel hat organisiert, ein Mädchen, die war ein blondes Mädchen, 18-jährige, ein ungarisches Mädchen, gute Bekannte, Familie und so. Und sie sollte uns bringen nach Budapest. Es war eine reiche Familie. Und der Sohn bringt uns mit dieses blonde Mädchen nächsten Morgen, also einen Tag später. Wir gehen in eine Kreisstadt nach Komarno, nicht mehr in diesem kleinen Dorf, sondern eine größere Stadt, Komarno. Das können Sie nachschauen. Das ist eine große Kreisstadt. Und wir haben sich gelegt am Boden gelegt hinten. Und es war noch zum Glück dunkel. Und sie ist draußen so gestanden, ein hübsches Mädchen, 18 und so. Und dann kommt er, was machen Sie da? Ja, mein Freund ist gegangen, hol mir ein Ticket, ich fahre nach Budapest. Ist jemand drin im Auto? Sagt sie, nein. Ja, logisch. Und er hat dann angefangen, mit ihr zu kokettieren, hin und da. Und dann kommt er, und er sieht, ja, kommt er mit dem Ticket. Zum Glück hat er nicht gesehen, das sind drei Tickets und so. Und dann hat er sich verabschiedet. Und dann, wo die Masse rein zum Zug, sind wir auch mit ihr nach Budapest. Es war drin ein Bett, nur ein Bett, kein Stuhl, nichts, voll Wanzen. Wissen Sie, was Wanzen sind? Wenn es dunkel wurde, dann plötzlich einmal kriechen sie da, dort, alles. Unwahrscheinlich. Und ich habe probiert, mit Kerzen sie zu verbrennen und so. Also es war eine Jagdnacht und gekratzt und Unmenge von diesem, ein ganz schlimmer Platz. Aber wir haben keine andere Möglichkeit gehabt. Und ich und mein Bruder sind dort geschlafen. Ich weiß nicht, war es 2 Wochen, 3 Wochen. Wir sind immer morgen früh weg, mit der Ausrede, wie in die Schule. Ja. Oder ich bin gegangen in die Synagoge, habe ich probiert. Es gab so eine kleine, wie soll ich sagen, Betsaal dazu, unabhängig. Und dort war da eine Talmud-Schule. So, ja. Und dort habe ich probiert zu sitzen, ab Nachmittag dort. Und dann bin ich herumgegangen in Parken. Nichts, aber wir haben immer geschaut, ob es keine Razzia gibt. Ja. So haben wir immer versteckt sich. Ja. Essen, das ist ein großes Problem. Niemand wollte helfen. Es gab eine Bäckerei und die haben gehabt eine Konditorei nebenan. Es hat gekostet 50 Rappen ein Stück Kuchen und dann habe ich meinem Bruder habe ich eins genommen an die Bar gestanden, also stehend und habe angefangen zu beißen, langsam zu essen. So. Und wenn die nicht geschaut hat und schnell eine zweite angebissen so. Ein paar Mal gemacht. Oder konnte ich für 50 Rappen eine Suppe, 50 Pfennig, eine Suppe bezahlen. Aber ich habe müssen sparen, weil das Geld ist langsam verbraucht, ja, nach einer gewissen Zeit. Also es war schlimm und kein Mensch hat geholfen. Dann kam eben dieses Gesetz, wenn man unter 13 ist und jemand garantiert, dann kann man mich legalisieren. Und man hat mich aufmerksam gemacht. Das ist eine Stelle, wo geholfen hat, ich weiß nicht, Untergrund. Ich darf ja nicht sagen, dass ich schon ein Jahr illegal hier versteckt bin. Ja? Ich muss sagen, ich bin diese Nacht gekommen und ich habe erzählt, dann eben bin ich gegangen zur Polizei, ich bin Slowake, sofort verhaftet logischerweise und dann Verhör. Wann bist du gekommen? Ich habe gesagt, diese Nacht. Und ich habe erzählt, genau wie es passiert ist. Und dann fragte mich, sagen Sie, wieso hat der Bauer ausgeschaut? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Nach einem Jahr wirklich.
dann kriege ich eine Ohrfeige. Im Moment, ich fliege um. So, sagt er, das heißt, du bist gestern um 6 Uhr, also ich hole gekommen und die Stroh zugedeckt und so. Die Grenze nachher hat sich ausgesetzt um 5 oder halb 6. Und du weißt nicht, wie er ausschaut. Dann habe ich gesehen, ich krieg Prügel und die Wahrheit konnte ich ja nicht sagen. Da habe ich gesagt, ja, wissen Sie, es gab eine schwarze, sehr dunkle, sehr, eine Brille, aber schwarze Rahmen. Und da hat er gehabt, so, die Haare waren so da und das so. Er sagte, siehst du, wie du dich erinnerst? Es fing an in Ungarn, die gleiche Geschichte. Juden dürfen kein Radio, Juden dürfen keine Angestellte haben. Man muss Silber abliefern, man muss Gold abliefern. Mein Onkel musste das Geschäft aufgeben. Haargenau, was ich erlebt habe 2 Jahre vorher in Bratislava. Und ich habe schon gehört, gewisse Städte tut man schon deportiert. Und da war noch ein Mädchen. Ich habe sie sehr gerne gehabt, ja, weil, gut, eine Kinderliebe, sagen wir so. Dann habe ich gesagt zu Digita, zu diesem 12-jährigen Mädchen, weißt du, mir gefällt nicht. Es fängt genau die gleiche Situation Schritt für Schritt. Komm, wir verschwinden. Komm mit mir, ich kenne mich in Budapest aus. Sie sagt, nein, mein Onkel hat doch garantiert für mich. Ich kann nicht, ich habe 8 Kinder. Und das und jenes. No, bin ich geblieben, ja. Sie wollte nicht, ich wollte mit ihr bleiben und so. Die Juden müssen sich alle einfinden beim Bahnhof und hat uns einwaggoniert und gebracht nach Komarno. Und dort hat man uns in eine Festung gebracht und dort war keine Entrinne. Und dort in die Festung musste man, unterirdisch war so Gänge, auf dem Boden dort liegen, auf der Erde. Kinder und alles und die ganze, alle, die ganze Städtchen, weiß ich wie, 1000 wie war. Und einmal im Tag ist gekommen ein Feuerwehrauto mit Wasser. Dort konnten wir Wasser holen. Und Essen haben wir das gehabt, was wir noch mitgehabt haben von zu Hause, aber Essen nichts bekommen. Und man hat uns dort einwaggoniert, ungefähr 70 oder wie viele Menschen, eng, ja, Frauen, Kinder. Und alte, kranke, alles reingemurkst. Man konnte nicht liegen oder so. Nur sitzen, einer auf den anderen eingehängt. Und geht los in Viehwaggon, so ein bisschen raus. Ich weiß nicht mehr. Also wir kommen nach Košice. Dort hat die Deutschen haben übernommen. Bis Košice haben die Ungarn. Das ist schon zur Nähe von polnischer Grenze. Aber wir haben ja keine Ahnung gehabt, wohin war sie. Aber es stand Košice, Bahnhof, und da hat es geheißen, man kann austreten. Ja? Und dort ist dann SS, deutsche SS, und bewacht, weil die Ungarn haben abgegeben den Transport. Und austreten, sage ich, du, für das Mädchen Gita, komm, das ist ein großer Bahnhof, irgendwie WC und da, wir können abhauen nach Budapest, weil ich habe das Gefühl gehabt, dort ist, kann ich mich verstecken und so. Sie, ja, ich kann doch nicht. Sie wollten, sie konnte, 12-jähriges Mädchen, ja. Und sie wollte nicht, bin ich nicht gegangen, nicht ausgerichtet, bin drin geblieben. Dann ist der Transport weiter. Und ich weiß nicht, ein, 2 Tage oder wie lang. Und wir kommen an. Ich döse, ich schlafe, so sitzen. Auf einmal höre ich ein furchtbares Geschrei. Vis-à-vis. Und dann gucke ich raus von diesem Viehwaggon und sehe, wie ist aufgerissen diese Viehwaggone. Und aussteigen. Und dann sehe ich, wie eine Mutter, 3, 4 Kinder hat sie da und ein Säugling. Da nimmt die SS, die deutsche SS, muss ich sagen, und wirft das Baby auf einen Lastwagen. Es war so etwas Furchtbares, Unvorstellbares. Dann sehe ich, älterer Mann kriecht auch langsam, nimmt die SS, die deutsche SS, nimmt hier im Kragen einen und der andere beim Fuß und
Und mein Onkel fragt, was ist los? Sag ich, wir werden erschossen. Ja, ich wusste ja nicht, wo ich bin. Von Gas oder Gas kann man keine Ahnung, keine Vorstellung. Ich habe nur gesagt, wenn man so umgeht, wir werden erschossen. Und mein Onkel fällt in Ohnmacht, acht Kinder, ja, eigene Kinder und wir, ich mit die Gitter. Und dann reißt man bei uns auf, nachher wird das Fertige, die Seite, Haar genau das Gleiche, aussteigen, Prügelung, man macht. Die Szene kennen Sie ja, wie das dazu gegangen ist. Und dann stehe ich in die Reihe. Und das ist aber schnell gegangen. Also die Gitter hat man sofort vergast. Ich möchte das erwähnen, sofort wurde sie vergast. Und mir, also ich bin ja nicht mit, ich bin mit den Männern, ja. Und dort ist der Mengele vorne voll auf deutsche Offiziere. Und man, er zeigt mir so, so. Und mir hat er gezeigt, links. Ich wusste immer noch gar nichts. Komme rein in einen Raum und dort einige hundert haben Platz gehabt und das musste schnell gehen, ausziehen und niemand wollte sich ausziehen. Ja. Man hat nicht begriffen, dann die SS mit Peitschen und wer bekommen hat, blutig, ja, sofort so einen Streifen und so. Dann hat man schnell ausgezogen die Jacke. Nochmal, man musste sich total nackt ausziehen, also dann hat man gesagt, es bleibt nichts anderes übrig, die Kleider auf die Seite und die Schuhe konnte man behalten. Und dann musste man einen schmalen Raum durchgehen. Dort waren einige, 7, 8, 9, ich weiß nicht mehr. Und die haben gezogen da beim Glied und abrasiert, hier rasiert, die Haare abrasiert, alles. Das musste gehen, und das ist fast gerissen. Und das waren Häftlinge auch, weil die mussten ihre Arbeit machen. Und dann kommen wir rein in den Raum und das war eine, war voll. Konnten wir auch reingehen, weiß ich, 100 und so. Und sie kommen Wasser. Damals wusste ich noch nicht von Gas. Es war nass heraus aus dieser Baracke. Dann steht ein langer, langer Tisch. Und auch SS, alles ringsherum. Alles deutsche Militär, SS. Und dann fängt man an zu schmeißen: eine Mütze, gestreifte, eine Jacke und eine Hose. Dann sage ich: ja, das ist mir zu klein, zu groß. Ein Peitschenhieb. Dann hat man verstanden, dass man hat getauscht zwischen sich in Minuten. Ich habe gesehen, ich habe zu klein oder der andere, der ist groß und so, hat man ausgetauscht. Das ist gegangen in Sekunden. Und ich habe inzwischen erfahren, dass wir in Auschwitz sind. Ja. Dann habe ich gesehen, dort im Zigeunerlager, war sehr nahe zu den Krematorien. Und dann frage ich jemanden, sehe ich, wie es kommt raus, Rauch und Feuer. Von den Kamine frage ich jemanden, was ist das? Sagt, das ist eine Bäckerei. Oh, wenn ich nur dort arbeiten könnte. Ja. Dann erfahre ich jemanden, sagt, du bist du verrückt. Das ist Gaskammer, das ist Krematorium. Hat mich dann aufgeklärt. Ja. Und auf einmal kommt eine hohe, auch eine SS und sagt, wer fühlt sich schwach, müde? Wir brauchen 35 Mann. Wer will gehen in eine Wurstwarenfabrik? Und ich bin gewöhnt zu kämpfen, zu stoßen. Jemand rupft hier hinten die Jacke, diese gestreifte Jacke. Dreh dich nicht um, verschwinde, die gehen in Gas. Ich habe das gehört, ich habe mich nicht umgedreht. Ich weiß bis zum heutigen Tag, kann mich nicht erklären, wer das gemacht hat. Wenn es jetzt ein sehr gläubiger Jude wäre oder so, würde ich sagen, der liebe Gott. Ich weiß nicht. Ich bin sehr religiös erzogen worden, aber ich selber habe eine innere Leere. Ich habe keine Angst vor Gott. Sollte es geben, habe ich Vorwürfe zu machen. Dort in Auschwitz war er nicht und in kein Konzentrationslager. Und das ist die Wahrheit. Das Komische, so ein Komisches tönt, es hat immer einen Kong. Irgendwie ein Eisenkong hat man gehört, da musste man verschwinden in die Baracke. Jeder musste reingehen.
ich rede immer vom Zigeunerlager. Da wusste man, da kommt der Tod. Ja? Meistens ist Mengele, das war sein Hobby. Und er ist immer so vorbei und dann hat er aus, er ist nie so, so, er ist schon von vorhin gezeigt und hat herausgenommen von einer Reihe von 105 Leuten, 7, 8, 9, je nachdem. Und so ist das gegangen. Und dann kommt er auf unsere Seite. Ich habe keinen Rat gehabt, aber das Gefühl, jetzt zu sterben, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist unvorstellbar. Man weiß, man geht in die Gaskammer. Ich war in die dritte, vorletzte Reihe. Ich war einer von den letzten Drittel. Und ist bei mir fast vorbei. Und ich habe innerlich eine wahnsinnige, ich wollte es nicht wahrhaben. Und dann drehte er sich zu mir und hat mich herausgenommen. Und noch einen Jungen hat er auch herausgenommen, also zwei. Die letzte Reihe hat er nichts mehr gemacht. Dann muss er nehmen die Jacke, also man musste die, welche herausgenommen wurden, in die Baracke reingehen. Ja? Die andere hat man sofort genommen und mussten Lastwagen und sofort zu die Gaskammer. Ja? Also die wurden alle vergast. Man hat nie gerechnet, den nächsten Tag, man hat gehofft, die nächste Stunde zu überleben. Dass man Tage überlebt. Dann kommt wieder der deutsche SS, hoher Offizier, mit wieder einem Schreiber. Wer fühlt sich stark und will gehen in ein Bergwerk arbeiten? Ich habe gedacht, ist wieder ein Trick, vielleicht, vielleicht nicht. Ich riskiere es, weil ich überlebe es das sowieso nicht mehr. Und ich habe mich gemeldet, ich bin stark und so. Hat gefehlt zum Transport. Und gehe rein in die Waschanlage, ja. Gehen wir rein. Und dann, die 47, nackt. Und dann kommt ein SS, der hat ausgeschaut wie 10 Mörder. Geht er und beobachte, ich habe immer müssen beobachten alles. Und stoßt mit den Stiefeln hier in die Fest. Und dann, wenn er umgefallen ist, verschwinde, ja, müssen raus, fertig. Geht zum zweiten dasselbe und dann habe ich das gesehen, habe ich mich so gestemmt, stark mit die Füße und kommen zu mir und stoß mich. Ich bin auch ein bisschen, aber nicht umgefahren. Also bin ich einer von den wenigen, wo reingerutscht in diesen Transport. Und ja, und dann ist das ein Fehler von ist passiert, dass sie haben vergessen mir zu geben eine Nummer. Es gab nie ein Fall, wenn man rauskommt, ich bin einer von den wenigen, weil in Auschwitz bin ich im Prinzip vergaß. Ich existiere nicht mehr. Und für mich war das eine Erlösung. Ja? Wenn man vergleicht, was ich jeden Tag zittern musste, ob ich doch die nächste halbe Stunde am Leben blieb und da und dort und hier. Und sehen, wie die Kinder und Frauen und Männer reingehen und dann gehen sie als Raucher rauf. Verstehen Sie? Und zu wissen, und das kann in jedem Moment passieren. Dann ist das andere, man stirbt, man wird krank, man stirbt. Was soll ich? Verstehen Sie, so ist das. Ich habe mich nicht abgefunden. Ich wollte leben. Ich habe immer gekämpft, leben zu wollen. Ja? Schlimmer war es in Kaufbeuren. Weil, wissen Sie, ich habe gehabt Läuse und Krätze, alles Mögliche. Aber wie soll ich Ihnen sagen, dieser Druck, man hat Prügel bekommen, das war aber alles noch, wie man sagt, im Vergleich. Für mich, ich habe nur geschaut, ich möchte leben, das ist alles, und weitermachen. Und ja, es waren da drei Blöcke. Für Häftlinge und dann die Latrine. Und ich komme dort an, ich komme rein, eine von den Ersten. Und da sehe ich, jemand kommt mir entgegen. Und nur noch fast eine Leiche, nur Knochen alle. Du bist auf einen schlimmen Platz gekommen, ganz schlimm. So. Oh, dann sage ich, ja, wo bist du? Ich komme dich besuchen in Baracke 2. Ja? Nächsten Tag denke ich mir, ich gehe in die Baracke 2. Ich komme dort rein. Ich habe das Unwahrscheinlichste. Ich habe mir oft die Hölle, als Kind, man sagt, man kommt in die Hölle, man brennt, man tut. Sowas kann man sich nicht vorstellen. Ich sehe dort in Delirium,
Und teilweise tote Hand, da im Stroh, durcheinander, einer auf den anderen. Und manche schreien in Wasser, und einer packt mich beim Fuß. Wasser, und dann gehe ich, habe ich ein Gefäß gefunden, gehe ich raus, Wasser holen, bringe es ihm. Und dann kommt der Nächste, packt mich auch und so, und Wasser und Bett. Und ich habe gesehen, aussichtslos Leben zu finden, unmöglich. Alles eins drüber anderen und manche sind schon halb da mit verdrehten Augen und leben, teilweise Tote. Es war sowas Schlimmes. Und ich gehe dreimal holen Wasser, gehe vierte Mal heraus. Sehe ich, man steht in die Reihe. Und einer meldet den Oberkommandanten, einer fehlt. Und ich, da bin ich, so, ganz, wie man sagt. Und da will man mich verprügeln, der welche meldet, einer fehlt. Er bekommt ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Zwei, drei Tage später kommt Weihnachten. Und man ruft aus, mussten wir reingehen in die Baracke 3. Das war ein Tisch. Und die SS, deutsche Offiziere, lesen vor, so und so, 25 wegen diesem Vergehen. Ja. Man musste die Oberhose wegnehmen und die Hosen herunterlassen und dann mit einem Rohr mit überzogen mit Gummi und angefangen schlagen. Man muss auf den Tisch so sich anlehnen, nackt hier und prügeln. Und ein furchtbares Geschrei, Schmerzen vor Schmerzen, wir waren doch sowieso mager. Und nach 5 Schlägen, ich habe gemeint, der ist schon tot. Ja. Und dann, wenn die 25 fertig war, kommt man die Sache nehmen, aber ein Lachen, ein Wahnsinnslachen, ein brüllendes Lachen, habe ich gemeint, der ist irgendwie im Wahnsinn. Aber ich habe mich gewundert, dass die SS das ganz normal hinnimmt. Dann kommt der Zweite, haargenau das Gleiche. Nach 5 Schlägen, kein Wort mehr. Wenn es fertig war, in ein furchtbares Lachen, komme ich dran. Auch wegen das und das Vergehen, weiß ich, beim Appell zu spät erschienen. Und 25 und fängt dann zu schlagen. Ich sage Ihnen, ich habe gemeint, mein Gesäß ist nach 5 Schlägen null. Nichts hätten können. Und ich habe Angst gehabt, wenn ich nicht schreie, vielleicht sagt er, soll noch 5 bekommen. Ja? Habe ich geschrien, trotzdem, ich habe nichts gefühlt. Aber wenn es fertig war, genau das gleiche Wahnsinnslachen. Ich konnte es nicht kontrollieren, das war unkontrollierbar. Zurück in die Baracke. Ich möchte sagen, 10 Jahre oder wie lang bin ich immer nur am Bauch geschlafen, habe mich gewöhnt, am Bauch zu schlafen. Und okay. Nächsten Tag mussten wir, war Weihnachtstag, der erste Weihnachtstag, mussten wir die Todeskommando machen. Also es waren noch da, welche immer für die Tote zuständig sind, zum Grab, zum Massengrab, hin und her. Also wurde ich eingeteilt, so hereinzugehen in die Baracke 2 und den Tote herauszuklauen. Und dann habe ich meinen Kollegen gesagt, ich mache alles, ich werde drauflegen, das, aber ich gehe in diese Baracke nicht rein. Ja, und sie haben es akzeptiert. Ich habe mehr gemacht, das und Platz gemacht, geschaut, zu schieben, damit richtig Platz ist. Aber in diese Baracke wollte ich nicht noch. Das ist so unvorstellbar gewesen, dass es wirklich war. So etwas kann man nicht beschreiben. Und die haben dann gebracht, rauf. Und es war voll, rausgegangen, gegangen Richtung Massengrab. Auf einmal kommt der oberste Kommandant und nimmt mich beim Kragen und legt mich auf die Tote. Und ich wieder runterkriechen. Nein, du bleibst oben, du bist bald soweit. Ja? Was für eine beste Realität. Und er war ein hoher Offizier bei der SS. Muss doch gebildet sein. Wie kann man so? Es war so bestialisch. Und ich habe nur bestialische Sachen von den leider Deutschen und SS und diese, nur das erlebt. Nur keine Menschlichkeit. Nichts, keine Gefühle. Wenn ich heute sehe, ein kleines Kind, Mädchen oder Bub auf die Straße, wie konnte man solche Kinder, wie konnte man sowas machen? Also, und nur weil Hitler geschworen, die Juden müssen vergas, fertig, macht man. Befehl ist Befehl. Kalt und es hat geschneit. Und ich habe gefühlt, ich habe nicht mehr kalt, ich fühle nichts mehr.
Und ich habe gesehen, ich habe keine Kraft mehr. Ich wollte mich fallen lassen und da wusste man, da lasst man einen in Ruhe. Und dann nach einer Viertelstunde war man tot, 20 Minuten oder sofort, erfroren. Und ein Vorarbeiter, was Zufall, ich weiß nicht wieso, sagte mir, nimm dich zusammen. Und er schreit, arbeiten, arbeiten, nimm dich zusammen, es geht nicht mehr lange. Sag ich, wieso sind Sie so anständig? Weil man durfte gar nicht fragen. Und sagte, du wirst sehen, es hat riesen Flocken geschneit. Du wirst sehen, nächstes Jahr wirst du in einer warmen Stube sitzen und du wirst an mich denken beim ersten Schneefall. So ist es. Und ich habe mich zusammengenommen, zusammengerafft. Ich denke an diesen Mann, jedes Mal der erste Schnee, denke ich an diesen, der hat mir das Leben gerettet. Und was ist noch der Zufall? Das Lager wurde aufgelöst. Nach ein paar Tagen waren nicht mehr sehr viele Überlebende nach Dachau gebracht. Ja. Man hat nicht viel Essen bekommen, aber das bisschen. Und man hat mich in Ruhe gelassen. Ich habe mich langsam erholt. Dann kam ich in die Messerschmitt nach Augsburg. Dort hat angefangen um 7 Uhr am Morgen, hat geheißen antreten und das war der Todesmarsch nach Dachau. Jeder hat bekommen ein Stück Brot, ein bisschen Margarine und so und losmarschieren. Und ich habe ja Holzschuhe gehabt, mit Schnüre verbunden und teilweise mit Draht. Und jeder Schritt, und ich war auch müde, jeder Schritt Schmerzen und so. Und wenn man nicht konnte, wurde man erschossen. Ja, unterwegs, diese Todesmärsche waren ja bekannt. Man hat versucht, immer durch den Wald und nicht direkt durch die Stadt. Aber man musste auch teilweise durch kleinere Städte gehen und so. Und überall SS, und war ja lange, ich weiß nicht, wie viele Tausend wir waren. Und wenn einer nicht konnte, wurde er erschossen. Und dann um 9 Uhr kommt ein Bus. Ich wollte einsteigen in diesen Bus. Und dann haben neben mir marschiert und gesagt, wir stützen dich, geh nicht rein, geh nicht, geh nicht. Da habe ich mich lassen überreden und bin nicht reingegangen. Ja? Und der Bus ist leer weggegangen. Jeder hat gewusst, man bringt uns in den Wald und man wird erschossen. Ja, das war schon bekannt von diesen verschiedenen Märschen. Es hat sich herumgesprochen. Also ich habe nur einen Wunsch gehabt, dass dieser Bus soll noch mal erscheinen. Und es musste 12 Uhr mittags sein, weil die Sonne war in die Mitte, der Bus erscheint. Wer fühlt, der kann nicht mehr und so soll sich melden. Und ich melde mich, der Bus hat sich binnen Minuten gefüllt, voll. Und jeder fängt auf zu essen, das bisschen Brot, was er hatte. Niemand spricht zu niemandem. Wir waren abgefunden, dass wir werden erschossen. Und bei jeder Biegung, wo er noch wieder, weil Bayern ist ja sehr waldig, ja, und immer wenn er abgebogen hat, irgendwo, jeder wusste, jetzt, dabei. Kurz und gut, ich will es nicht verlängern, wir sind angekommen am Abend nach Dachau. Wieso dieser Bus kommt dann? Ich kann mir nicht erklären, wieso komme ich solche, immer mit dem Leben davon. Welche Zufälle, ist das der liebe Gott, habe ich Engel? Ich stelle mir diese Frage heute auch noch genau. Ich kann es mir nicht erklären. Also eines schönen Tages, 29. April. Auf einmal hören wir, kommen Tanks und kommen die Amerikaner. Ja? Das können Sie sich nicht vorstellen, die Befreiung. Ja? Manche sind weggekommen, laufen sie auf die Tanks und haben sie fast überfahren. Und dann Leute, die am Sterben waren, so am Boden gekrochen, nur um befreit zu sein. Ja? Und sind gestorben auf die Stelle. Das sich vorzustellen, unvorstellbar, dieses Gefühl. Und Ansterbende, welche konnten noch kriechen am Boden, dass sie befreit sind. Ja? Und dann haben die Amerikaner einen großen Fehler gemacht. Sie haben eine Ansprache gehalten. 2 Tage bekommen wir die Reserve von der SS, das Essen, aber in 2-3 Tagen bekommen wir amerikanisches Essen. Was haben wir bekommen? Bohnen mit Speck drin. Unsere Mägen waren doch total. Und es hat angefangen, ein Durchfall. Das können Sie, man ist nur noch Blut gekommen. Und
gestorben wie die Fliegen. Also ich bin da reingekommen in ein Lazarett, ehemalige SS-Baracke. Sie haben gemacht ein Bild und da stand geschrieben rechts und links für die Lungen, Tuberkulose. Ja. Das habe ich noch verstanden, was das ist auf Englisch. Die Amerikaner haben gegeben verschiedene, da Blutzucker, das, Wasser, ich weiß nicht wie viel, überall. Und sie haben sich alle Mühe gegeben zu retten. Das muss ich sagen, unglaublich. Und ich bin so gedöst, nach 10, 15 Minuten gucke ich schon wieder da ein anderer. Der ist gestorben, vis-à-vis ist gestorben. Und ich habe gedacht, nein, das ausschließlich, ich will nicht sterben, ich möchte. Ich habe die ganze Zeit nur, ich will nicht sterben, ich will leben. Ja? Weil ich habe gesehen, wie alles stirbt. Nach einigen Tagen, weiß ich, eine Woche, zwei, konnte ich schon ein bisschen stehen, halbwegs. Ich konnte aber keine Treppe steigen. Und dort war ein Spiegel an die Wand. Da stehen 5, 6 Leute vor dem Spiegel. Und ich habe mich auf und ging und warte, bis ich dran komme. Und ich bin vor dem Spiegel. Und dann sage ich, jetzt hör auf, jetzt lasse mich, jetzt bin ich dran. Ich habe mich nicht erkannt, ich war nur noch Knochen, wie ein Toter. Wir mussten von 9 Uhr bis 12 Uhr Liegekur machen, 10 Grad unter uns, in die Berge, ja, in die Tschechoslowakei. Und von 2 bis 4 liegen, gut zugedeckt auf die Balkone, weil das war die einzige Möglichkeit, gesund zu werden. Jeder erzählt seine Geschichte. Und die Jahre, 7 Jahre lang, dauernd drüber gesprochen. Mit verschiedenen, der ist gesund geworden, andere Kranke. Also wir haben immer erzählt, wir wussten nicht von keinem Psychiater, keine Ahnung gehabt. Ein Psychiater hätte gar nicht helfen können. Verstehen Sie, was weiß er, wenn man nicht erlebt hat das. Aber das hat sehr viel geholfen. Ich habe versucht, vorwärts zu schauen und gesund zu werden und wollte eine Familie gründen. Ja? Und ein festes Ziel, weil sonst hätte ich, wie viele andere, Selbstmord, verrückt geworden. Ich kann Ihnen erzählen, Unmenge solche Situationen. Aber ich habe das gesehen, mein Ziel, vorwärts zu machen, eine Familie zu gründen. Aber vorher habe ich noch viel kämpfen müssen. Ich habe einen Tisch voll mit meinen Kindern und meinen Enkelkindern. Gleichzeitig, jedes Mal, sehe ich meine Eltern, meine kleinen Geschwister ermordet. Ich habe beides in mir. Ja?